Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum neuen Hardware-Video vom T-Smart KVM Switch. Der kann 4K 60 FPS, also 60 Hertz, 60 FPS mit HDR logischerweise auch. Und ich hatte vorhin das Unboxing gemacht und habe euch erklärt, das ist nicht nur ein normaler Splitter bzw. HDMI-Verteiler 1 zu 2. Nein, wir können damit zwei PCs anschließen und zwei PCs mit einer Tastatur und einer Maus steuern. Wie das funktioniert, werde ich euch jetzt erstmal im Groben erklären, wie wir das anschließen werden und warum wir das so anschließen werden. Und dann geht's, werde ich hier abbauen und dann am PC-Tisch und hoffe, dass ich da eine Möglichkeit gefunden habe, damit ihr das auch vernünftig sehen könnt. Wir können auch mal im User Manual reingucken. Wir haben Englisch mit dabei. Wir haben Deutsch mit dabei. Das ist sehr gut, weil da würde mich jetzt mal bei der Fernbedienung interessieren, weil wir haben hier mehrere Knöpfe, 1 bis 5. Wofür die Knöpfe sind eigentlich. Bei mir red an sich ist mir alles klar. Switch hast du nicht gesehen. Ist hier auch alles super erklärt. Auch hier alles super erklärt, mit Monitor, alles drum und dran. Nur die Fernbedienung, das würde mich interessieren. So, und so. Oder auch nicht. Umschaltung durch Hotkey. Rollenbild auf. Ach, wir können so Hotkeys setzen, dass wir dann einfach mit F1 zum Beispiel umschalten können. Kompatible Tastatur und Maus. Dell, Logitech, Logitech. Marke, Modell. Jo, zur Fernbedienung steht jetzt hier gar nichts. Also ist wohl nicht jede Tastatur kompatibel. Werden wir testen. Räumen wir das erstmal weg. Logischerweise ein Stromkabel. Den brauchen wir. Gehen wir hier hinten einfach ran und schließen hier einmal unseren USB-Kabel an. So. Dann nehmen wir uns einmal so ein Kabel, der mitgeliefert ist. Also da sind zwei Stück mitgeliefert, zwei 4K-Kabel, also 4K-HDMI-Kabel mit einem USB. Die sind hier auch zusammen. Hoppala. Wenn das euch zu knapp ist, könnt ihr das auch noch weiter auffriemeln. Würde ich aber nicht lassen. Das reicht eigentlich das soweit aus. Also ich würde es nicht komplett trennen, weil es Blödsinn ist. Braucht er nicht. Warte mal, wir machen das mal so. So, und dann schließen wir das jetzt einfach mal an. Und zwar an Input 1 HDMI. Und USB 1 kommt dann, das ist halt so ein breiter USB, wie ihr es vom Drucker damals noch kennt. Manche haben noch. So, schon ist das erste angeschlossen. Und genau so machen wir das jetzt beim zweiten auch. Auf der anderen Seite braucht ihr keine Angst haben. Da ist natürlich ein normaler USB dran. Seht ihr das? Ja. Erkläre ich euch auch gleich alles, warum. So, hier nehmen wir dann wieder USB 2 da rein und hier HDMI 2. So, das ist das ganze Geheimnis. Einmal HDMI für den ersten PC und USB. Einmal HDMI und USB für den zweiten PC. Und durch den USB gehen die ganzen Informationen durch. Hier haben wir dann Bild und Ton. Und hier haben wir dann Tastatur, eine Maus, die wir anschließen können. Und wir haben noch einen USB 2.0 Anschluss.
3.0 wäre vielleicht noch ein bisschen schöner. Da kann man dann zum Beispiel einen Hub anschließen und einen USB-Stick oder eine Kamera oder ein Mikrofon oder so anschließen. Und dann kann das, was hier angeschlossen ist, von beiden PCs genutzt werden. So wie wir jetzt die Kamera, die Tastatur und die Maus hier anschließen werden. Wobei ich habe ja, ach doch, nee, ich nutze ja gar nicht die Windows-Maus. Ich nutze ja nur die Windows-Tastatur. Ich habe eine kabelgebundene Maus. Die werden wir dann hier anschließen. Und dann gucken, ob wir das mit beiden PCs benutzen können. Ich muss nur gucken, wie ich das alles aufbauen werde. Ja, ich werde euch das dann auch alle zeigen, wie ich das angeschlossen habe. Und ja, der Akku ist sowieso gleich leer. Dann würde ich jetzt sagen, für den Unboxing-Tisch, Erklärtisch, ist jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns gleich am PC. Bis dahin, ahoi. Da bin ich schon wieder. Ich habe es jetzt so aufgebaut, wie ich es euch gesagt habe, mit einer kleinen Veränderung. Ich habe zwei Mäuse dran, ne, weil ich was testen wollte. Und habe jetzt hier gerade schon ein bisschen rumgespielt und bin echt begeistert. Ich erkläre euch auch gerade gleich, warum ich so begeistert bin. Nicht nur, dass es überhaupt funktioniert, das war mir klar, dass es funktioniert, aber wegen einer kleinen Sache, was das für mich zum Schnuckelchen macht. So. Ich zeige euch erstmal den Aufbau. Hier seht ihr mein Laptop. Grüße gehen raus an 2Play. Den nehme ich auf dem Sofa oder wenn mal schnell ein Stream gemacht werden muss und der PC mal wieder nicht funktioniert und so für die wichtigsten Sachen halt. So Kleinigkeiten, wenn nicht der PC an sein muss. Online-Banking und egal. Einfach auf dem Sofa ein bisschen sitzen und einen Film gucken und ein bisschen surfen auf einem größeren Bildschirm. So. Dann seht ihr hier meine Monitore. Mein PC ist auch an. Und da oben ist noch ein Monitor. Die sind alle drei an diesem einen PC unten dran. Sieht man ja am gleichen Bild. Und hier oben habe ich jetzt meine Textdatei. Also ach Mensch, wie heißt das? Editor geöffnet. So, da steht jetzt gerade ein Y, das müssen wir noch wegmachen. So, und jetzt hier ich kann damit schreiben. Mit der Maus, mit der Tastatur. Wobei die Tastatur, na komm her, hier angeklemmt ist am Switch. Der Switch befindet sich hier. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Hier. Und ich werde mal gucken, euch zeigen. Also ich kann die Maus jetzt, ich hoffe, ihr seht die Maus jetzt halbwegs. Das ist jetzt, ich nutze jetzt mal die Maus, die am PC direkt dran ist. Das ist hier, bin ich jetzt hier oben. Ich mache mal am besten, dass ihr seht, dass ich das hier verschiebe. So, dann gehe ich hier runter. Dann bin ich hier und dann bin ich hier. Und dann können wir wieder hochgehen. So. Das ist jetzt die zweite Maus. Das ist jetzt die Maus. Ja, seht ihr das? Geht auch alle ziemlich flüssig. So, ja, teilweise flüssiger als mit der anderen. Ich glaube, ich die Weg mal wieder nutzen müssen. Das ist die Maus, die jetzt direkt am Switch angeschlossen ist. Und passt mal auf. Jetzt switchen wir die ganze Sache einfach mal. Und wie ihr seht, hier oben hat sich das Bild geändert. Ich mache mal so. Kamera nah ran, dass das vielleicht ein bisschen besser ist für euch. So. Genau, so. Das dreht, glaube ich, in die falsche Richtung gerade. Und jetzt ist hier praktisch der Laptop. Ich zeige euch das auch gleich nochmal, dass ihr das so ein bisschen seht. Hier, ich mache das jetzt weg. Und ist bei beiden weg. Ich gehe hier unten, da beim. Ich kann auch hier auf dem Laptop direkt schreiben. Editor und nehme jetzt die Maus vom Laptop. Zack, und öffnet sich. So, aber das ist.
Das ist ja schon cool, dass es funktioniert. Ich werde euch schreiben. Ich werde das jetzt auch mal. Wartet mal, ranzoomen. Weiter kann ich nicht zoomen. Ich schreibe jetzt mit der Tastatur. Wie ihr hört. Zeigt euch auch gleich. Hier. Jetzt schreibe ich mit der Laptop-Tastatur. Funktioniert alles super. So. Und ich kann zusätzlich, weil ich ja die andere Maus noch dran habe, am PC direkt dran habe, kann ich die Maus vom PC weiterhin hier für den PC nutzen. Ja, ich mache mal das Programm hier einfach hin und her. Natürlich hoch geht es jetzt nicht. Ich könnte jetzt hoch. Der Bildschirm kennt da jetzt an, aber da ist er ja nicht hingeschaltet. So, und das Geile ist, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. So, dafür machen wir das hier oben mal. Lass mal oben das offen. So, jetzt habe ich alles, alle drei Bildschirme, die zum PC gehören. Und normalerweise ist es immer so gewesen, ich hatte schon andere Switches dran. Und habe dann halt nur einen Bildschirm hin und her geswitcht. Das ist meistens der hier. Der hier vorne, der hier. Das ist der 4K mit dem IPS-Panel von BenQ. Werde ich euch auch unten drunter verlinken. Das ist der alte 4K ohne IPS-Panel. Beide gute Modelle, beide geiles Bild. Und der hat halt noch HDMI mit dran. Und da wechsle ich dann immer zwischen DisplayPort und HDMI. DisplayPort ist der PC, HDMI ist die Konsole. Die PlayStation 5. Ja? Und das ist soweit okay, aber wenn ich jetzt von der Grafikkarte abgemacht habe oder ein anderes Bild hier, auch teilweise, wenn ich jetzt PlayStation wechsle, dann guck, da ist jetzt ja alles noch okay. Sind die Bildschirme noch vorhanden? Müssen wir vielleicht irgendwas umändern? Und dann ist auf jeden Fall der Hauptbildschirm hier oder hier oben gewesen. Oder der hat den Bildschirm gar nicht mehr erkannt. Und es bleibt hier einfach alles so. Ich kann hier switchen, wie ich will. Die Bildschirme bleiben so. Auch die Icons. Das bleibt mein Startbildschirm, mein Hauptbildschirm. Das bleibt der Zweitbildschirm. Um der dritte, auch die Icons, weil ich hier verteilt habe. Das ist einfach nur mein Lagerungssystem zum Abarbeiten. Egal. Und es bleibt so. Kein Düdüm und dann wird alles dunkel oder so. Nein, es bleibt alles so. Die Umschaltzeit finde ich okay. Kann man verkraften. Nicht speichern. Ja. Also für mich ist die Umschaltzeit okay. Ich weiß ja nicht, wie es für euch ist. Ich bin begeistert, ehrlich gesagt. Das heißt, man könnte jetzt einen Streaming-PC sich noch zusätzlich holen. Dann hat man seinen Bearbeitungs-PC. Oder nicht, mit Streaming-PC. Ja, doch. Da hat man den zum Bearbeiten mit der vielen Power. Und der Streaming-PC braucht ja nicht so viel Power. Reicht ein kleiner PC, der einfach ja mit einer Capture-Karte versehen, wo man halt, na gut, der braucht auch Power, wenn man 4K aufnehmen will. Das wäre dann halt schon für den. Aber mit so einer kleinen China-Capture-Karte zum Beispiel, mit USB rangemacht, auf 4K, brauche ich kein 4K, brauche ja nur 1080p, dass man auch mal PC streamen könnte oder sowas. Ja, oder ja, da kann man auch die Konsole ranbammeln. Also, ich hab's jetzt alles, also bei mir wird es ein bisschen anders sein, dann das Setup, aber ja. Geil, dass es geht. Also, ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Bildschirme sich dann wieder zurecht sortieren und so, aber ist nicht so. Und hier ist praktisch der HDMI. Der geht hier hoch, geht hier rein und hier hinten sind alle HDMI dran. Die, ja, ein HDMI geht runter zum PC mit einem USB, einer geht hier zum Laptop. Ja, und ich kann jetzt hier rumswitchen, wie ich will. Wir könnten auch auf der Tastatur uns Hotkeys setzen und auch die Hotkeys testen. Ich werde mal noch schnell Batterie reinmachen. Moment. So, ich habe jetzt mal die Fernbedienung Batterien reingemacht.
Eins geht da halt zum dem. Zwei geht da zum anderen PC. Bei drei passiert gar nichts. Bei vier auch nicht. Bei fünf auch nicht. Bei M passiert nichts. P passiert nichts. Und bei Switch, also bei diesem Kreis hier, passiert auch nichts. Nee, da passiert gar nichts. Also ich kann halt nur 1 und 2 benutzen. Alle anderen Tasten machen nichts. Da müsste ich mir nochmal durchlesen, ob die überhaupt was machen sollen. Naja. So. Dann würde ich sagen, dann wartet jetzt für den Hardware-Test. Wir haben es angeschlossen. Es funktioniert. Besser als ich gedacht habe, funktioniert sogar. Ja. Link packe ich euch dazu in der Videobeschreibung. Packe euch auch zu den Monitoren, weil da kommen bestimmt wieder Fragen in die Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Ich bin dann erstmal weg. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.